Philipp Blum, wie war bzw. ist denn das laufende Geschäftsjahr für die Firma Blum abgelaufen? Ja, wir teilen das Wirtschaftsjahr eigentlich in zwei Phasen. Wir haben sehr gut für uns in das Wirtschaftsjahr gestartet. Eigentlich bis über den Jahreswechsel hinaus, ins Frühjahr waren wir sehr gut unterwegs. Und dann hat Corona uns auch massiv getroffen und vor allem im April und im Mai für massive Umsatzeinbrüche gesorgt. Am Ende des Jahres haben wir auf dem Niveau des Vorjahres abgeschlossen, eine schwarz-rote Null, wenn man so will. Und in Anbetracht der aktuellen Situation und Entwicklungen nehmen wir das mit und sagen, okay, damit dürfen wir zufrieden sein. Und jetzt richten wir uns darauf ein, dass die Situation noch nicht überstanden ist, sondern auch noch weiter so gehen wird. Mit einem klaren Fokus einfach auf unsere Ziele, für den Kunden da zu sein, in den Märkten da zu sein und weiterhin Innovationen zu bringen. Sie haben es gerade kurz angesprochen. Natürlich hat auch die Corona-Krise, die Gesundheitskrise eine Auswirkung gehabt auf das Unternehmen. In welchem Sinne denn? Was ist da alles anders gekommen, als man es vielleicht vor einem halben Jahr gedacht hätte? Vor einem halben Jahr hätte noch keiner sich vorstellen können, was da passiert. Das hat sehr vielfältige Aspekte. Das fängt an mit dem ganzen Thema, dass wir bei uns unsicher waren, wie viele Leute sollten gemeinsam im Betrieb vor Ort sein. Das heißt, Homeoffice massiv ziehen, das heißt Abstände einhalten, das heißt auf einmal in Sitzungsräumen weiter auseinandersetzen, Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn die Abstände nicht eingehalten werden und so weiter und so fort. Vor allem aber auch bei unseren Kunden hat das zu massiven Auswirkungen geführt. Nehmen Sie nur Spanien, Frankreich, Italien, England, da hatten unsere Kunden wochenlang geschlossen. Das heißt, die haben auch von uns keine Ware gebraucht und unsere Aufträge sind in dieser Zeit wirklich massiv eingebrochen. Das heißt, es war de facto auch zu wenig Arbeit da. Wir sind froh, dass es jetzt April, Mai, das waren die ärgsten Monate, dass es seitdem wieder aufwärts geht und sehen auch einen positiven Trend und hoffen jetzt, dass wir das Ärgste überstanden haben. Welche positiven Entwicklungen und Neuerungen gab es denn so gesehen im laufenden Geschäftsjahr oder im Geschäftsjahr 2019/20? Aus Corona-Sicht oder allgemein gesprochen? Allgemein gesprochen. Allgemein gesprochen, ich glaube, es ist unser Anspruch, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir, egal wie die Welt im Moment ausschaut, es ist unser Anspruch, dass wir Innovationen auf den Markt bringen, dass wir ein guter Partner sind, dass wir auch tolle Wohnmöglichkeiten und Lösungen eröffnen und Ideen dafür liefern können. Und gleichzeitig hat uns auch die Krisensituation vieles gelehrt, dass wir vorher in dieser Intensität nicht hatten. Gerade, was mache ich, wenn alle Mitarbeiter im Homeoffice sitzen? Wie halte ich den persönlichen Kontakt? Das ist zwar toll, dass man auf digitalem Wege kommunizieren kann, und das haben wir auch gut genutzt, und trotzdem gibt es viele Sachen, wo man sagt, das geht halt besser im persönlichen Austausch. Oder wie halte ich den Kontakt mit Kunden, wenn ich nicht reisen darf? Ich darf ja momentan zwar in der Europäischen Union in manche Länder reisen, aber weltweit gesehen, unsere Kunden können wir von Österreich aus kaum besuchen. Das machen Gott sei Dank die Tochtergesellschaften, aber das sind doch viele neue Situationen, wo wir auch die neuen Möglichkeiten nutzen, wo wir auch die digitalen Tools haben und wo trotzdem aber genau dieser Aspekt, wie bringt man diesen persönlichen Kontakt, diesen persönlichen Draht, der uns sehr wichtig ist, wie hält man den auch weiterhin aufrecht? Und da nehmen wir vieles mit und ich glaube, wir haben viel gelernt und ich glaube, wir kommen auch gestärkt aus dieser Krisensituation heraus. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick, wie geht es jetzt für Blum weiter? Ja, zuerst einmal ist Betriebsurlaub Ende Juli, Anfang August und dann werden wir sehen, wie sich die Auftragslage weiterentwickelt, wie sich die Märkte entwickeln, was passiert im Herbst. Es ist unmöglich, Vorhersagen zu treffen im Moment. Deshalb sind wir auch sehr vorsichtig, was die Beurteilung anbelangt. Wir hoffen, dass das Ärgste überstanden ist und werden dann auch sehen müssen, was die wirtschaftlichen Implikationen dieser gesamten Situation sein werden. Wir sind grundsätzlich bereit. Wir wollen uns weiterentwickeln, uns weiterbewegen und hoffen, dass es auch positiv jetzt wieder weitergeht.